damit ein herzliches Willkommen zurück bei Quantum Break auf der Villa zur Villa von Monarch. Oh, ein Fernsehinterview? Nein? Was für ein gigantisches, großes Feld hier. Oh, ich habe leider keine Einladung, aber ich komme auch so durch. Beth muss hier irgendwo sein. Ich muss sie finden, bevor die Anomalie endet. Was ist das hier? Sir. Ich weiß, er hat es mir bereits erklärt, aber nur zur Bestätigung. Mr. Hatch will wirklich, dass ich auf ihn schieße. Er will, dass du auf ihn schießt und er will, dass es echt aussieht. Danach gehst du wie besprochen raus, misch dich unter die Leute und alle werden denken, dass du nur auf das reagierst, was gerade passiert ist. Der tote Winkel, den du brauchst, ist bereits vorbereitet. Ich kenne den Plan, ich verstehe ihn nicht. Du musst ihn auch nicht verstehen. Du musst es nur machen und die Klappe halten. Das ist deutlich über deiner Gehaltsklasse. Ja, Sir. Er hat das Attentat auf sich selbst eingefädelt? Was zum Teufel? Damit er machtgieriger werden kann. Logischerweise. Schockierte SMS. Okay. Ein Verräter hat während der Rede von Mr. Hatch auf ihn geschossen. Ich gehe davon aus, dass es Beth Wilder war. Wir wissen beide, dass sie es nicht war. Hatch wollte Monarch durcheinander bringen. Was ist die beste Möglichkeit, Schuld von sich zu weisen? Selbst Opfer zu sein. Genau. Komm, spring. Oh, geh aufs Podest. Aber von hier aus. So. Ich kann nur den Zeitblick einsetzen immer. Vielleicht finde ich ja noch eine Chronoquelle. Da ist Beth. Ganz ruhig bleiben. Beth, hey! Alles okay. Ich bin's. Mein Gott. Sieh dir das nur an. Das ist dein Stil. Diese Leute haben keine Ahnung, dass ich Paul Talben Vergnügungspark zerschossen habe. Ja, aber Monarch weiß es. Ich glaube nicht, dass meine Tarnung hält. Tja, also, das wird für den nächsten Schritt eh nicht notwendig sein. Okay, Dr. Emerald hält sich hier irgendwo in der Villa auf. Schnappen wir sie uns. Jawohl. Mit etwas Glück schaffen wir es unbemerkt wieder raus. Das ist aber okay, extrem du gehst Glück. Vor. So. Eine Chronoquelle gefunden. Schade, dass ich nicht am Buffet bedienen darf. Finde ich sehr, sehr schade. Wir müssen zum Büro von Dr. Emerald. Diese Anomalie kann jede Sekunde kollabieren. Ja, ist ja gut. Was machen wir, wenn wir sie haben? Außerhalb der Villa ist eine Anlegestelle. Okay, das kriegen wir hin. Eingesammelt. Noch eins brauche ich. Nur noch eins. Oh Mist! Oh, diese Drohne! Ist zur falschen Zeit am falschen Ort, wortwörtlich. Da ist eine Chronoquelle. Jack, Dr. Emerald ist da drin. Wir müssen sie da rausholen, bevor die Zeit wieder einsetzt. Ja, Moment. Na bitte. Noch eine Chronoquelle. Wir sollten nicht warten. Schnappen wir uns doch... Bereit? Jack, sie muss da weg, bevor die Zeit wieder einsetzt und die Drohne uns in Stücke schießt. Du
legen wir los, Doc. Was ist? Oh nein! Das kann nicht sein. Es passiert wirklich. Sie sind Jack Joyce. Sind Sie hier, um mich umzubringen? Nein. Aber Sie kommen mit uns. Wir brauchen Sie. Nein. Das war keine Bitte. Sie kollabiert! Also gut, los, los! Wo ist das verdammte Boot? Da ist es. Okay, los! Schaff sie auf das Boot, ich lenk sie ab! Dann los! Dann los, schnell, Beeilung! Kommt ihr niemals durch! Scheiße, schaff's jetzt! Einsteigen! Es ist Joyce! Er ist an uns vorbeigekommen! Lassen Sie nicht entkommen! Jemand soll Mr. Shireen rufen! Und los geht's! Jack, Sie schließen das Tor! Wir werden hier leichte Ziele sein, wenn du es nicht für uns öffnest! Los, los. Ich kümmere mich drauf. Ihr verschwindet, sobald ihr könnt, okay? Halt gesichert! Wir haben einen Flieger! Na, los! Im Fadenkreuz. Das denkst du aber auch nur du. Es ist toll! Ich kümmere mich drauf. Jawohl. Wir müssen ihn finden. Wow. Verdammt. Es ist vorbei. Bin das erstmal wieder gestorben. Wahnsinn. Ich kümmere mich drum. Ihr verschwindet, sobald ihr könnt, okay? Nicht entdeckt! Beginnen wir mit der Suche. Mich drauf. Was zum? HQ, er ist hier. Ende. Heilige Scheiße. Ausschwärmen. Heilige Scheiße! Ah. Wow. Verdammt. Komm. Geil. Ich muss das Tor aufkriegen. Was ist mit dir? Alles klar, los. Ich kann rüberkommen. Los. Nein, geh einfach. Wir haben das alles gemacht, um sie zu schnappen. Beth, du musst dafür sorgen, dass sie am Leben bleibt. Ich finde hier alleine raus. Mein Plan war einfach. Es gab eine Brücke aufs Festland. Ich würde mich durch alles kämpfen, was Monarch mir entgegenstellt. Ein Auto stehlen und damit zurück zum Pool fahren. Erinnere dich daran, dass wir dich für den nächsten Teil Leben brauchen. Wir werden sehen, was passiert. Durchbrechen! Ich
Gott. Ah. Bam. Ah. Ich und Dr. Emeril waren in Sicherheit und es war Zeit abzuhauen. Dazu brauchte ich ein Fahrzeug. Ja, ein Fahrzeug. Wohin denn? Wo lang? Ach, da. Okay, Zeit für einen Fluchtwagen. Der Parkservice, bei Autodieben allerorts hochgeschätzt.